höher Burj Khalifa. Bild und Travelbook haben zusammen mit Eltur 100 Leser hierher nach Dubai geschickt, in eine Stadt voller Superlative, wie eben dem höchsten Turm der Welt. Raus aus dem winterlich kalten Deutschland, rein in die Sonne der Vereinigten Arabischen Emirate. 3 Tage voller spannender neuer Erfahrungen in einer aufregenden Stadt. Cool, dass wir das gewonnen haben. Ist cool, dass Bild uns das zur Verfügung stellt. Ich freue mich schon riesig, ja. Ich bin total gespannt, wie Land und Leute so sind. Ja, die Mall, darauf freuen wir uns ganz besonders, und auf den Aquapark. Die Shopping Malls. Das erste Mal ist, denke ich mal, immer was Besonderes. Total überwältigend, was ganz Besonderes. Die Aussicht ist bombastisch. Überwältigend einfach. Also schon Wahnsinn. Kann das kaum fassen. Faszination Wüste. Rund um die Stadtgrenzen erstrecken sich die endlosen Sandmeere der Emirate. Wenn man hier vorankommen will, dann braucht man ein Kamel oder eben die motorisierte Variante davon, den Jeep. Und manchmal ist die Wüste dann eben der Ort, der für die ganz besonderen Momente sorgt im Leben eines Bildlesers. Kribbelnd und Power, Action, Herzrasen. Echt super. Oh, da habe ich doch ein bisschen geschrien. Mein Freund ist einfach auf die Bühne gegangen und hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Ich war total überwältigt und habe jetzt gedacht, oh Gott, das macht er jetzt nicht wirklich. Ich habe Glück gehabt, dass er ja gesagt hat. Ja, jede Menge zu sehen, jede Menge zu erleben für unsere Leser, da muss der Kopf auch mal abschalten. Gut, dass Dubai neben den ganzen Sehenswürdigkeiten und der Folklore auch noch jede Menge Gelegenheiten zum Shopping und reichlich Spaß bietet. Drei erlebnisreiche Tage klingen hier auf dem Dubai Creek aus. Und auch wenn sich die Reise dem Ende zuneigt, werden die Erinnerungen die Bildleser sicherlich noch eine Weile beschäftigen. Denn im kalten Deutschland wird sicher der ein oder andere sich zurück nach der Sonne von Dubai sehen. Das war der Knaller. Das war bombastisch. Super Programm, toll organisiert, tolles Team. Und ja, nette Leute kennengelernt und es war echt super. Es blitzt und blinkt an allen Ecken und Enden und es ist einfach nur unbeschreiblich schön. Ja, wir werden wahrscheinlich alle irgendwie wiederkommen. 2020 nach der Expo, zur Expo, sind wir wieder hier.